Dankeschön, Herr Kollege. Als Nächster hat das Wort der Kollege Streibel von den Freien Wählern. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, auf dem Filmfest in München wird eine Dokumentation gezeigt, die uns hier in den letzten Jahren beschäftigt hat und auch für viel Aufregung gesorgt hat. Der Film heißt Mollat und plötzlich bist du verrückt. Der Fall Mollat ist ein trauriges Beispiel für den dringenden Reformbedarf bei Anordnungen, Überprüfungen und Fortdauer der Unterbringung, aber auch beim konkreten Vollzug der Maßregel. Meine Damen und Herren, das heute zur Abstimmung vorliegende Gesetz ist eine längst überfällige Reform und es ist gut, dass dieses Gesetz jetzt angepasst wird. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nur ein kleiner Schritt und ich denke, man hätte hier etwas Größeres daraus machen können. Und es ist schade, dass die vielen guten Vorschläge, die von dieser Seite des Hauses kamen, wo viele daran gearbeitet haben, ja, ich denke so ab der Mitte von der Seite des Hauses, und dass diese Vorschläge im Grunde überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Wir hätten hier die Chance gehabt, gemeinsam ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das der Sache auch gut getan hätte. Denn es geht hier um kranke Menschen, die untergebracht sind, weil sie eine Gefährlichkeit darstellen. Und da wäre es diesem Hause gut angestanden, wenn man aufeinander zugegangen wäre und anstatt in Parteien Geplänkel sich sozusagen auseinander zu dividieren. Es wäre ein Zeichen gewesen, wenn von der anderen Seite des Hauses man zumindest in kleinen Schritten auf uns zugegangen wäre, um hier einen Konsens zu finden. Diese Chance wurde leider vertan, hier ein kräftiges Zeichen zu setzen. Und ein Punkt, der im Grunde ein kleiner Schritt gewesen wäre, wäre zum Beispiel die Begrifflichkeit gewesen, dass man nicht mehr von untergebrachten Personen spricht, sondern von dem, um was es sich handelt, von Patienten spricht. Und hier hätte man sich leicht darauf einigen können. Denn es ist eine Begrifflichkeit, die sehr stark in ein solches Gesetz hineinwirkt und den Geist eigentlich dann auch verschiebt. Und es sind hilfebedürftige Menschen, um die es hier geht, die therapiert und geheilt gehören. Und hier hätte man auch mit der Begrifflichkeit einiges tun können. Und es ist eben auch das, was der Bayerische Richterverband kritisiert, dass es hier nicht um einen behandlungsorientierten Vollzug in diesem Gesetz geht, sondern immer noch eher um das Wegsperren. Und man hätte hier also auch, wenn man schon nicht auf uns hört, dann hätte man ruhig auf die bayerischen Richter und Richterinnen hören können. Von daher haben wir auch als Fraktion der Freien Wähler eine Reihe von Anträgen zur Änderung gestellt. Anträge, in denen wir die Rechte der Untergebrachten, der Patienten stärken wollten, wo es um die Besuchsdauer auch geht, die erweitert werden soll und vor allem auch um eine Dokumentationspflicht, dass man einheitliche Dokumentationsstandards hat und dass man hier dann auch Maßnahmen im Nachhinein nachvollziehen kann. Es wurde schon angesprochen, die überlangen und eigentlich schändlichen Fixierungen über 60 Tage lang, zum Beispiel in Taufkirchen, dass man hier im Grunde besser nachprüfen kann und nachschauen kann. Es wurde gesagt, dass hier also die Dunkelkammer des Rechts ist. Wir wollen auch nicht die Forensik unter einen Generalverdacht stellen. Aber was wir wollen, ist Licht in diese Dunkelkammer des Rechts reinzubringen. Licht, dass man auch ein wachsames Auge hat, dass kein Missbrauch entstehen kann. Das, was wir auch weiter gefordert haben, ist, dass wir auf Landesebene eine Ombudsstelle einrichten, an die man sich wenden kann, eine Ombudsstelle, die sich sozusagen auch für die Patienten dann einsetzen kann. Eine weitere Sache, dass die Zwangsmaßnahmen einheitlich und zentral erfasst werden
und man hier eine einheitliche Dokumentation über diese Zwangsmaßnahmen haben und dass der Ombudsmann dann auch dem Landtag letztlich berichtspflichtig ist, damit wir auch wissen, was hier dann geschieht. Auch die Rechte der einstweilig untergebrachten Personen, die müssten auch gestärkt werden, weil für die gilt ja auch generell eine Unschuldsvermutung und hier muss man auch anders an die Sache rangehen. Meine Damen und Herren, das vorliegende Gesetz ist ein Schritt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Es hätte ein großer, guter Schritt werden können und das bedauern wir. Gemeinsam hätten wir mehr machen können. Immerhin hat die CSU-Fraktion in ihren Änderungsantrag den dringenden Reformbedarf und die Forderung des Bayerischen Bezirketags nach Verankerung der forensisch-psychiatrischen Ambulanz berücksichtigt. Das ist vielleicht mal ein bisschen was, aber es ist nicht nach unserer Ansicht genug. Und den Änderungsanträgen der SPD und der Grünen, da werden wir uns enthalten müssen. Bei der SPD gibt es zwar viele deckungsgleiche Punkte, aber ein wesentlicher Punkt, den wir haben, die Ombudsstelle, ist leider nicht enthalten. Und beim Entwurf der Grünen, da sind auch sehr viele sinnvolle und gute Vorschläge dabei. Doch befürchten wir bei manchen, dass doch Doppelstrukturen gemacht werden. Von so her werden wir das Gesetz ablehnen und uns bei den anderen Anträgen enthalten. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege. Als nächstes